So, und damit begrüße ich euch wieder zurück in HitFilm. Ich habe hier meine Dateien schon alle geladen. Einmal hier dieses Ornament und einmal mein Sketch von einer alten Folge. Und diesen Sketch werden wir heute mal ein bisschen in einen Stummfilm verwandeln. Aber als erstes bauen wir uns hier mal dieses Ornament. Und zwar machen wir erstmal einen neuen Composite-Shot. Wir machen den 1920. 2080. So, okay. Dann suchen wir den Fill Color Effekt. Ziehen den hier drauf und gehen unter Controls und setzen den Blend Amount auf 100%, dass dieses Ornament weiß ist. Der Link zu diesem Ornament, wo ihr euch das auch holen könnt, ist übrigens unten in der Videobeschreibung. Dann erstellen wir eine neue Plane, Farbe schwarz, und ziehen diese unter dieses Ornament. Können wir aber erstmal deaktivieren. Wir erstellen noch einen neuen Grade Layer. Können den in Letterbox umbenennen. Suchen dann nach dem Letterbox-Effekt und ziehen diesen auf den Grade Layer. Und hier stellen wir bei Aspect Ratio 4:3 Format ein. So, dass wir schon mal das grobe Muster haben, wie müssen wir unsere Umrandung bauen. Was wir jetzt machen, ist übrigens diese geschnörkelte Umrandung, wo später dann der Text drin steht. Okay, wir nehmen unser Ornament, verkleinern das mal ein bisschen und drehen es hier mal so jeweils in die Ecken, ein bisschen kleiner vielleicht machen. Und das machen wir jetzt für die anderen Ecken auch. Dann erstellen wir eine neue Plane, schon wieder, und zwar weiß diesmal, können die Sichtbarkeit ausmachen und machen jetzt hier eine Mask, relativ dünn, um hier diese ganzen geschnörkelten Dinger zu verbinden. Wir können das dann gleich nochmal alles ein bisschen anpassen, dass wir hier besser das verbunden haben. Jetzt hier anmache, sieht man nämlich, ist noch nicht überall alles verbunden. Das mache ich jetzt noch schnell. Passt es doch eigentlich. Dann kann ich die schwarze Plane anmachen und wir haben unser grobes Muster schon mal, wo dann der Text später drin steht. Dann gehen wir zurück zu Media, suchen wir unseren Sketch-Dings, unser Clip, den wir als Stummfilm machen wollen. Wählen hier Make Composite Shot aus und sagen okay. Dann suche ich mir hier die Stelle aus, bei der das Ganze starten soll. So ungefähr ab hier. Dann kürze ich das einfach mal. Ziehe das Ganze mal an den Anfang. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier die einzelnen Textabschnitte hierzu, nach dem, was gesagt wird, jeweils voneinander wieder zu trennen. Also, hier sage ich was und hier ist ein Cut, das heißt hier mache ich einen Cut und das einfach bei den ganzen Sachen machen, bei allen Cuts, wo wieder Perspektive gewechselt wird. Also hier wieder und den Rest auch, ich lasse es jetzt mal bei den beiden. So, um hier dann Platz zu machen für den Text, schiebe die jetzt mal ein bisschen auseinander. Und hier können wir jetzt unser Ornament Composite Shot reinziehen und das Ganze auf die Stellen hier kürzen. So, und hier wählen wir jetzt einfach das Text Tool aus, schreiben hier unseren Text rein und passen den Text dann einfach an mit der passenden Schrift, die wir haben wollen. Ich fand Times New Roman passt da ganz gut. Schriftgröße, ein bisschen in die Mitte noch alles so und ja, den Text passen wir, kürzen wir natürlich hier auch noch mal so und so und den Rest löschen wir und dann schreibe ich hier rein
du das hier. Und das ist eigentlich schon größtenteils alles gewesen. Noch einen neuen Grade Layer jetzt als oberstes machen. Und dann nochmal den Letterbox-Effekt darauf ziehen, um auch hier diesen 4:3 Look hinzubekommen. Und einen weiteren Grade Layer erstellen, diesen unter diesen Letterbox-Effekt, unter den Letterbox ziehen. Und hier einfach nach Black and White Old Stock suchen. Den darauf ziehen. Falls ihr den nicht habt, dieses Preset, dann könnt ihr auch den Hue Shift Saturation and Lightness Effekt nehmen und unter Master einfach die Sättigung ganz nach unten stellen. Ein bisschen Grain hinzufügen. Mir ist es ein bisschen zu viel, deswegen reduziere ich das Ganze mal auf 17%. Ja, mache ich 15. Und Brightness and Contrast Effekt. Könnt ihr auch noch anpassen. Ein bisschen heller vielleicht noch machen. Genau. Und als letztes, das fand ich, sieht ganz gut aus, nochmal eine neue Plane erstellen, schwarz. Nenne ich jetzt mal Dust. Seht ihr auch unter den Grade Layer, aber über unseren Black and White Effekt. Such nach dem Fractal Noise Effekt. Geh an den Anfang des Clips. Aktiviere Seed. Geh dann an das Ende und erhöhe den Seed, sodass sich das im Laufe der Zeit hier einfach mal bewegt. Jetzt fehlt nur noch der Brightness and Contrast Effekt. Moment, ich habe noch was vergessen. Fractal Noise wählen wir unter Type Fluid aus. Und jetzt können wir unter Brightness and Contrast Brightness reduzieren. Ziemlich stark. Und den Contrast erhöhen, sodass wir so lauter kleine weiße Streifen irgendwie haben. Ja, so ist doch eigentlich schon ganz gut. Und wenn wir jetzt den Blend Mode auf Add setzen, haben wir hier so kleine Staubpartikel, die sich da bewegen. Was ihr zum Schluss noch machen könnt, ist unter den Einstellungen des Composite Shots die Framerate etwas herunterstellen. Und zwar auf 19 Frames sowas, das passt ganz gut, oder 18 Frames. Und zwar deswegen, weil nämlich früher das genauso gemacht wurde. Da haben die teilweise nur mit 16 FPS gefilmt oder ich glaube Maximum war 22 FPS. Und heute ist es ja 24, 25 oder 30 FPS. Kinofilme laufen immer noch mit 24, 25 FPS. Genau, und deswegen die Framerate einfach etwas runterstellen, so 18 Frames, das ist ganz gut. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Look, dass es so ausschaut wie früher. Und es war eigentlich der ganze Effekt schon. Ihr könnt noch einen Shake-Effekt dazufügen, wenn ihr wollt, dass sich der Text ein bisschen bewegt. Ansonsten war es mit dem Tutorial. Und wenn ihr das auch so gemacht habt wie ich, dann habt ihr ungefähr das hier.